Ready. Na dann. So einen schlechten Start hingelegt und trotzdem keiner überholt. Ich habe auch einen schlechten gemacht, aber ich habe direkt noch einen abgedrängt. Direkt an die Kurve bei 400 schon, bremsen ohne durch... oder... ja, hier bremsen. Da sticht einer rein. Uhuhui. Entstochen. Das war knapp. Wir auch. So, jetzt kommt eine Linkskurve. Ja, bei 300 schon sehr stark bremsen. Viel zu früh wieder. Ja, sah doch ganz gut aus. Du hast die Hütchen alle verfehlt. Und hast du die Kurve nicht gekriegt? Nie wieder Hütchenspiel. Mal die Reifen da angeguckt an der Wand, aber die vorhin auch geguckt hast. Die sind ganz nett, jetzt weiß ich, was du da gesehen hast. Auch nicht abgebogen, oder was? Nee, später. Also quasi. Reifen haben blockiert. Trotzdem 7 Sekunden schneller. Toyota. Also nicht, dass das der neue Slogan wäre, aber ich bin in die Toyota-Bande eingeschlagen. Ich habe die Reifen, die sie da platziert haben, damit man nicht in die Wand kracht, die habe ich geschickt verfehlt und bin dahinter ins Toyota-Schild. Glücklicherweise habe ich vorausschauend, wie ich bin, den Schaden ja nicht an. Verbessert. Jetzt hier Best Sektor. Ich habe den besten zweiten Sektor gefahren. Nee, schon wieder. Bin aber trotzdem über eine halbe Sekunde langsamer wegen der kleinen Zusammenkunft mit dem Toyota-Schild. Jetzt habe ich wieder KI im Gesicht. Sie ist positiv, du verpasst die Kurven nicht mehr so.
Boah, jetzt krieg ich keine Runde mehr gestellt, keine Kurve mehr. Jede Bande nehme ich gerade mit. Wie viel da bist du? Sechster. 200stel verbessert. Letzte Runde. Ja, die hole ich nicht mehr ein. So ein Scheiß. Nächstes Mal fahren wir was mit Auslaufzonen. Die nächste Bande. Ah, es ist doch. Stau. Ich bin Blumen. Ich bin in Blumen. Okay. Ich lass dich durch. Oder so, wir machen einfach zu. Mit der Check ist so eng. Hier vielleicht nicht gerade, aber sonst. Hier musst du bremsen, denk mal. Ich sehe deine Rücklichter nicht mehr. Hauptsächlich, weil meine Motorhaube zum Beispiel hochgebogen ist. Interessanterweise war das gerade meine langsamste Runde überhaupt. Die Handbremse endlich mal belegen. Ups. Ich durfte ja noch weiterfahren. Produktiv. Ja, ich nicht mehr. Ich war nicht so schnell wie im Training.